Ja, liebe LDK-Delegierte, der Hang zum Loben ist bei den Grünen ja nicht übermäßig ausgeprägt. Deswegen möchte ich einfach mal damit anfangen zu sagen, dass ich finde, dass dieser Antrag zu Mieten und Wohnen ein richtig guter Antrag ist, der die Komplexität dieses Themas richtig gut widerspiegelt und angeht und dass es ein erster richtig guter grüner Beitrag ist, der sagt, dass uns der Begriff der wachsenden Stadt nicht ausreicht, sondern dass unser Ziel eine soziale und eine sozial durchmischte Stadt ist. Und ich will noch mal den Fokus auf das Thema Wohnungsnot wenden. Es gibt keine Wohnungsnot für alle in dieser Stadt. Das ist nicht richtig. Es fehlen 120.000 Wohnungen für die Menschen, die kleine Einkommen haben, die Transferleistungen beziehen und die mit kleinem Geld auskommen müssen. Und die haben es richtig, richtig schwer, überhaupt noch Wohnraum zu finden. Und jede Antwort, die das übersieht oder die darauf keine Antwort richtig ist und keine Antwort gibt, die, finde ich, reicht auch politisch nicht aus. Und deswegen bin ich sehr froh, dass dieser Aspekt in dem grünen Antrag eine große Rolle spielt. Nilsson Kirchner hat gesagt, was wir in den Bezirken tun, was unsere Strategie ist. Auch Neubau, kann man lange drüber reden, auch Neubau. Vor allem aber die Mieterinnen und Mieter im Bestand zu schützen und den Wohnungsbestand zu schützen. Aber übrigens auch Grünflächen zu schützen. Wobei ich mal sagen muss, nicht jede zu 90% versiegelte Fläche, auf der dann was gesprossen ist, ist eine erhaltenswerte Grünfläche. Und ich glaube, da wird man sich an der einen oder anderen Stelle auch mal auseinandersetzen müssen, wenn eine versiegelte Brache behandelt wird, als sei das ein Feuchtbiotop. Ja? So, ich möchte aber zum Schluss vielleicht auch noch mal sagen, dass wir, was ihr wieder denkt, wirklich. Ich möchte zum Schluss aber vielleicht auch noch mal ganz ernsthaft sagen, dass wir trotzdem auch noch Arbeit vor uns haben, obwohl der Antrag so fein ist. Ich glaube, es gibt ein paar Themen, bei denen wir uns auch noch ehrlich machen müssen. Eines dieser Themen ist, wie gehen wir im konkreten Fall mit Gegnerinnen und Gegnern von Bebauung um? Und Bebauung kann Dachgeschossausbau genauso meinen wie 500 neue Wohnungen. Das ganze Spektrum ist vorhanden. Ich finde aber, dass es noch einen zweiten Punkt gibt, über den wir uns unterhalten müssen und wo wir uns ehrlich machen müssen. Und das ist die Forderung, ökologisch und sozial zu sein. Der Anspruch ist richtig, aber die Antworten, die wir darauf haben, reichen mir noch nicht aus. Und ich finde, und das habe ich gelernt in den letzten Jahren, dass die Art und Weise, wie diese Energieeinsparverordnung in dieser Bundesrepublik umgesetzt wird, ein großes Subventionsprogramm für die Dämmstoffindustrie ist, aber sozial ist das nicht. Und deswegen denke ich, müssen wir darüber reden, was unsere Antworten darauf sind, was unsere konkreten Antworten darauf sind. Und wenn wir das schaffen, habe ich überhaupt keine Sorgen, dass wir gut ins Jahr 2016 reinkommen. Vielen Dank. Jetzt der Gesetz.